Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. 7 Days to Change. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen lauter stellen und jo, jetzt geht's das richtig ab. Nein, wie laut hört man das Knacken meines Stuhls? Keine Ahnung. Zumindest, jetzt geht's mal los. Wir sind jetzt mittlerweile Beta 1, 2, Underline 01. Ah, oh, was ist? Ich will laufen. Oh, man muss mal Minecraft mit der umgedrehten Steuerung spielen, Alter, das wäre die Hölle. Wozu gibt es einen Chat für Optionen, wenn es keinen Chat gibt? Some war einfach mega fun, gerade irgendwie ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Musik zu hören. Ja, Leute, ich höre ab und zu Musik in meinen Aufnahmen, müsst ihr aber auch schon wissen. Für alle Leute, die mich nicht kennen, moin, das bin ich. Das bin typisch ich. Nein, 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 nein. Dann müssen wir hier einfach eine Fackel hinbauen, weil ich den ganzen Cobblestones wieder abreißen werde. Der Cobblestone kann nicht bleiben, den sieht ja kein. Naja, doch, den sieht jeder. Tral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 
Nice. Auf jeden Fall ich habe gehört, dass die Lichtverhältnisse der Fackeln nochmal überarbeitet wurden. Habe ich nur ganz kurz durchgelesen. Also es wurden ein paar kleine Bugfixes. So. Hey. Nerv nicht. Hopp. Ja. Klack, 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 klack. Klack. Lol. Ein paar Steine hätten wir noch gebraucht. So, einfach das Ganze müssen wir auch noch mal ein bisschen bearbeiten. Damit auch alles hier hinten so wirklich passt. Also quasi werde ich die Steinschicht bis hier oben drauf klatschen. Also bis hierhin ungefähr. Weil es hier alles ein bisschen ebnen. Und hier oben kommt noch eine schöne dicke fette Erdschicht drauf. Cobblestone. Noch mehr Cobblestone. Man sieht gar nichts. Sorry, Leute. Ich setze hier mal eine Fackel für euch hin, damit ihr auch was seht. Ich auch nochmal, Freunde. Damit ihr erstmal was sehen könnt. Das gehört sich doch gar nicht. Ich versuche irgendwie Sächsisch zu reden, aber ich kann es nicht. Ich beneide irgendwie voll Leute aus Sachsen. Weil ich finde Sächsisch ist mega geil. Wirklich, ich könnte mir. Sächsisch ist wirklich so ein richtig, richtig geiler Dialekt. So, wirklich. Ja, ich finde Sächsisch geiler als Bayerisch. Obwohl Bayerisch auch seinen Charme hat. Und ganz charmant ist aber Sächsisch. Ich feiere Sächsisch irgendwie so. Oder Hessisch. Hessisch ist auch geil. Oder, wie ich ganz gerne sage, die hannoveranischen Leute, die falsch sprechen. Also ich stolper über den Spitzstein. So wie ich meistens spreche. Bloß ich kann es nicht mehr. Weil ich mich so ans normale Hochdeutsch angepasst habe, wie ich stolper über den spitzen Stein. Entschuldige, ich stolper über den spitzen. Übern Spitzenstein. Stimmt gar nicht, wenn man sagt ja mittlerweile übern Spitzenstein. Statt über den Spitzenstein. Und was auch jetzt wird eine relativ kurze Folge, Leute. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und, ja, sorry, ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge überhaupt ist. Laut den Daten ist sie genauso wie die letzte Folge lang, also 12 Minuten lang, aber 7 Minuten müsste die ungefähr lang sein, keine Ahnung. Einfach danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten längeren Folge wieder. Ciao.